Mein Vortrag ist von der Frage geleitet, wenn wir hier von einer Krise der Moderne sprechen, um wessen Krise es sich eigentlich dabei handelt? Oder anders gefragt, ob es je nach geopolitischen Kontexten, in die man sich begibt, auch nicht um sehr unterschiedliche Krisen handelt. Kurz gefragt, mein Vortrag geht eigentlich um die Frage, wie kommt man in der Ausstellung von A nach C? Braucht es nicht nur ein B, sondern vielleicht auch ein D, um das zu tun? Die Ausstellung nämlich versammelt Bücher und Artefakte, und zwar in jeder Sektion, die sich bei ihrer Suche nach einer Erneuerung oder Neubegründung von Kunst und Kultur in irgendeiner Form, und ich lasse das erstmal sehr vage, auf unterschiedliche Tiefenzeiten beziehen, eben das Urzeitliche, das Prähistorische, das Primitive oder ein langzeitliches Erbe. Gleichzeitig findet man aber hier sehr völlig unterschiedliche Einsätze dieser Konzepte. Ich gehe also insofern vom Ausstellungsbereich A aus, der von einer deutlichen Ausweitung der Kunstgeschichtsschreibung um 1900 hin zu einer Weltkunstgeschichte zeugt, eine Kunstgeschichte, die in den Anspruch stellte, die Kunst aller Völker und Zeiten, so ein damaliger Titel, zu repräsentieren. Kaum ein Kunsthistoriker dieser Zeit, und bis auf Lumerten oder Stella Kramrisch waren es vor allem männliche Kunsthistoriker, formulierten seine Kunstbegrifflichkeiten nicht im Rekurs auf diese sogenannten ersten oder primitiven Künste, seien es Höhlenmalereien, geschnitzte Rentierknochen, Mokus der Maori, Totempfähle oder Masken aus dem Südpazifik, prähistorische Felszeichnungen aus Nordafrika, subsaharischen Regionen und immer wieder Masken aus unterschiedlichen Regionen Afrikas. Und zwar immer mit jeweils anderen Intentionen und Konzepten. Aber wenn sich diese frühe Weltkunstgeschichtsschreibung so ein breites Bild von den Künsten aller Völker und Zeiten machte, ist nicht nur die Frage, wie divers diese Weltkunstgeschichten in sich schon sind, sondern auch und vor allem, ob es eine konkrete Einmischung seitens derjenigen gab, deren Künste und Kulturen in diesen Büchern exotisiert, primitiviert oder idealisiert werden. Oder zumindest gibt es geteilte Konzepte, die bei aller Unterschiedlichkeit auch auf komplexe Weise miteinander verflochten sind. Im Vergleich zu einer Kunstgeschichte des Kontakts, die zu einer Transformation der eigenen Kunstbegrifflichkeiten führen kann, sind die meisten dieser Bücher allerdings eben eher aus einer Situation der Kontaktlosigkeit entstanden. Die Autoren gewannen ihr Wissen vornehmlich über ethnografische Studien aus den damaligen sogenannten Völkerkundemuseen und deren Museumsfotografie. Diese Weltkunstgeschichte zeichnet es dabei vornehmlich aus, dass sie nicht-europäische Künste und Artefakte mehr oder weniger restlos in die eigenen kunsthistorischen Narrative und Kunstbegriffe eingeschrieben haben. Meine Frage also ist, vor diesem Hintergrund, kann man vor diesem Hintergrund überhaupt zu C kommen? Also jener Sektion, wo Manifeste der Selbstbestimmung der Harlem Renaissance ausliegen, unter anderem Claude McKays Roman Banjo von 1929, oder ein Gedicht von Langston Hughes, Cubes, das Hughes 1934 in der Zeitschrift New Masses, der Zeitschrift der damaligen amerikanischen antikapitalistischen Linken, publiziert hatte. Das Gedicht von Hughes, das kann man eben in C sehen, greift das rassistische Paris der 1910er Jahre an, den europäischen Primitivismus, den Kolonialismus und thematisiert, wie es Seth Moglen in einem Artikel formuliert, die avantgardistischen Praktiken des frühen 20. Jahrhunderts als den symptomatischen Ausdruck eines sich zunehmenden, ausweitenden Systems rassistischer und ökonomischer Ausbeutung. Einen ersten Hinweis auf eine vielleicht nicht Einmischung seitens der Beschriebenen in diesen Weltkunstbüchern, sondern eher auf eine geteilte Diagnose, findet sich bei Donna Jones in ihrem Buch The Racial Discourse of Life Philosophy, Negritude, Vitalism and Modernity. Jones stellt hierin fest, dass sehr viele der philosophischen Bezüge, auf die sich zum Beispiel Leopold Senghor, Mitbegründer des Konzepts der Negritude, stützte, etwa Henri Bergson oder der katholische Mystiker Charles Péguy, ihn bezweifeln ließ, dass der kapitalistische, individualisierte und mechanisierte Westen seine eigenen Probleme lösen könne, vor allem nach der Weltwirtschaftskrise 1929. Im Denken der Negritude galt die afrikanische Kultur der Europäischen nämlich als überlegen und da sie, und ich zitiere Jones, it was a living carrier of what had been lost in the course of Eurasian historical development and of what could be regained if the human catastrophes of cold, mechanical and murderous civilizations were not to mount further. Wie Jones konstatiert, verstand man also sowohl in den Kolonien als auch im Westen die Krise der Zwischenkriegsjahre als eine metaphysische Krise,
eine Krise einer kalten, blutleeren und mechanisierten Zivilisation. Jones belegt dies mit Auszügen aus Leopold Senghors Gedicht Prayer to the Mask, und ich zitiere das ein bisschen. Let us answer present at the rebirth of the world. As white flower cannot rise without a leaven, who else will teach rhythm to the world? Deadened by machines and cannons, tell me, who will bring back the memory of life to the man of gutted hopes? They call us men of coffee, cotton, oil. They call us men of death. But we are men of dance, whose feet get stronger as we pound upon firm ground. Senghor versteht hier also Negritude als eine Kraft, die es nicht nur vermag, den Kolonisierten, sondern auch der westlichen Welt, deadened by machines and cannons, die ihrer eigenen destruktiven Kraft erlegen ist, qua eines neuen Universalismus wiederzubeleben. Bring back to the world the memory of life. Senghor könnte man dabei den deutschen Kunsthistoriker Wilhelm Hausenstein beiseite stellen oder vielleicht auch eher entgegenstellen, dessen Bücher Sie in A3 finden, der zu völlig anderen Bedingungen ebenfalls eine Erneuerung der Welt bei ihm aus dem Geist des sogenannten Barbarischen am Horizont der Geschichte aufsteigen sah. Wilhelm Hausenstein ist eine relativ komplexe Figur, der von 82 bis 1957 lebte, 1882, und der Bücher von Giotto bis hin zum Expressionismus schrieb, der während des Nationalsozialismus von seinen Ämtern entlassen wurde, der sich geweigert hatte, die Künstlerinnen in seinen Büchern, über die er schrieb, als entartet zu bezeichnen, und ihn die Namen und auch wollte auch nicht die Namen jüdischer Künstler aus seinen Büchern ausstreichen. Seine Kunstgeschichte von 1927 wurde während der Zeit des Nationalsozialismus auch eingestampft. Bis 1919 war er Mitglied der Sozialistischen Partei, und er nimmt mit drei Büchern Bild und Gemeinschaft, eine Soziologie der Kunst von 1920, Barbaren und Klassiker von 1922 sowie mit dieser Kunstgeschichte an dem sich massiv ausbreitenden Weltkunstdiskurs teil. Auch Hausenstein schrieb eine Art Lob an die Maske, allerdings nicht als solches tituliert, aber er bezieht sich eben gerade in Barbaren auf Klassiker, auf zahlreiche Museumsabbildungen von Masken, Körperschmuckformen oder Götterfiguren aus dem damaligen Neumecklenburg, aus Neuguinea vom Kaiserinnen-Augusta-Fluss, aus Benin, den neuen Hebriden und Neukaledonien, also vor allem aber auch nur deutsche und französische Kolonien und Schutzgebiete. In den Masken fand er eine Wahrheit des Entsetzens, womit er an den Kunsthistoriker Wilhelm Worringer anschließt, der den primitiven Völkern im Duktus damaliger Völkerpsychologie positiv bewertet, eine lebendige Angst zuschrieb, und zwar gegenüber der unergründlichen Verworrenheit aller Lebenserscheinungen, während der Europäer abgestumpft sei. In Barbaren und Klassiker stellt Hausenstein eben diese beiden Kunstprinzipien, das Klassische als die große Beruhigung und das Barbarische als die große Beunruhigung, einander gegenüber und teilt anhand dieser beiden stilistischen Merkmale sämtliche Artefakte, die aus unterschiedlichsten Regionen der Welt stammen und auch über mehrere Jahrhunderte hinweg verteilt sind, ausschließlich gemäß dieser beiden Begriffe ein. Seine Präferenz lag dabei deutlich auf dem Barbarischen, das er mit dem Exotischen gleichsetzt, wobei er das Barbarische zu einem verlorenen europäischen Zustand, aber zu einem gegenwärtigen afrikanischen Zustand erklärte. Es geht um Musik, insofern kein Problem. Ich zitiere aus Barbaren und Klassiker, um zunächst die absolute Unwahrscheinlichkeit aufzuzeigen, dass Hausenstein auch nur im Entferntesten etwas mit dem Konzept der Negritude zu haben könnte. Hat er auch nicht, aber es ist ein bisschen komplizierter. Inbegriff exotischer Kunst ist die Natur, schreibt Hausenstein. Natur ist der Gegenstand, den ein exotischer Künstler ergreift. Natur ist der Antrieb, aus dem exotische Kunst hervorgebracht wird. Diese Naturhaftigkeit wird bei ihm dann im Folgenden sehr stark sexualisiert, und das muss ich zitieren. Sie, also die Kunst, wird gesät, liegt in warmer, feuchter Furche, geht unter schwerem Regen in bähender Sonne auf, schwillt als Schaft, härtet sich als Baum, als Laub dichtet sie sich, wölbt sich als Kaktee und Kalabasse. So entsteht die Kunst bei exotischen Menschen, die ihrem eigenen Wesen nahe sind. Es ist kein Intellekt dabei, keine Rechnung.
Geilheit der Kunst, das ist die wirkende Kraft. An Stil und anderen Unsinn spekulativer Zonen einer abgeschwächten Menschheit denkt keiner. Die Urkunst, kann man sehen, ist bei ihm als ein rein männliches Prinzip gedacht, die einer europäischen Zivilisation entgegengehalten wird, die eben in Begriffen des Abgeschwächten und Ermüdeten beschrieben wird und mit denen geradezu sich ein Ekel auch vor der eigenen Kultur ausdrückt. Exotische Kunst, so nochmal Hausenstein, steht im Gegensatz zu jenen widerwärtigen, illusorischen Bedürfnissen, die in Europa Naturalismus geheißen werden. In der Kunst der Wilden, so meint er, bleibt die Form ohne Bewusstsein von ihr selbst. Form tritt ein, geschieht, ist mehr, ist einfach da. Weder räumlich noch zeitlich lokalisierbar wird dieser natürliche Zustand gegen die abgeschwächte Menschheit zur Ontologie hypostasiert. Nochmal ein Zitat, das Exotische ist das außerhalb Gelegene. Exotik bezeichnet einen Zustand der Menschheit und der Kunst, einen Grad des Daseins. Hausenstein ist mit solchen mehr oder weniger freien Fabulierungen nicht alleine. All dies gehört einem sehr breiten Diskurs, den Achille Membe in seinem Buch Kritik der schwarzen Vernunft als eine begriffliche Zuschreibung, aber auch als einen Prozess der Verinnerlichung seitens der so beschriebenen anderen und auch deren Verkehrung analysiert. Ein solcher Diskurs, so Membe, erzeugt eine Andersartigkeit in ihrer nacktesten Form, eine Menschheit, die aufgrund ihrer ontischen Andersartigkeit das Prinzip der Exteriorität repräsentiert. In Hausensteins Zuschreibung des außerhalb Gelegenen kann man diese Exteriorität wiederfinden, aber auch in dieser angeblichen Naturhaftigkeit, Bewusstlosigkeit der künstlerischen Formen und der Sexualisierung. Folgt man Membe und beschreibt diese Konstruktion als einer radikalen Exteriorität, als Teil eines rassistischen, in diesem Fall Kunstdiskurses, irritiert allerdings, dass es zumindest eine Parallele zu Senghor gibt, wobei letzterer natürlich auf Begriffe wie barbarisch, Naturalisierung, Sexualisierung und Zuschreibung von Instinkthaftigkeit verzichtet. Aber auch Senghor unterscheidet zwischen einer im Wesentlichen imitativen Kunst, den Illusionismus, den Hausenstein so widerwärtig fand, und einer afrikanischen Kunst, die nicht nur sozial, sondern auch vital sei. Auch die Negritude, zumindest wie es Abiola Irele in seinen einleitenden Bemerkungen zu Aimé Césaires Cahiers d'un retour au pays natal schreibt, eines der wichtigsten Manifeste der Negritude, zeichnet sich durch einen vitalistischen Hyperromantizismus aus, und ich zitiere, a vision of restitution to wholeness of experienced, promised by a reconnection to the life-enhancing values of an ideal Africa. Was ich aber zeigen möchte, gehen diese Autoren, selbst wenn es bei ihnen vielleicht einen gemeinsamen vitalistischen Grundzug gibt, und Jenny Nachtigall wird morgen sicher ausführlicher nochmal darüber sprechen, doch von sehr anderen Modellen von Geschichtlichkeit aus und auch von einem anderen Konzept von Gemeinschaft, das ich hier erstmal allgemeiner mit Community verstehen, wissen will und noch nicht als diese deutsche Gegenüberstellung von Gemeinschaft und Gesellschaft, die allerdings noch eine Rolle spielen wird. Die Frage der Ganzheit der Erfahrung wird eben auch noch eine Rolle spielen. Eine der Hauptmotivationen für eine Suche nach einem Anderswo der Kunst war in den 20er Jahren der von vielen Seiten beklagte Verlust von Gemeinschaft, die entweder als Folge des Ersten Weltkrieges, aber meistens eben generalisierter als das, was später die Entzauberung der Moderne beschrieben wurde, genannt, also konzeptualisiert wurde. Also alle Übel der Moderne, Industrialisierung, Technisierung, Säkularisierung, europäisch sein, so nochmal Hausenstein, heißt durch das Tempo verderben, den wahren Zustand umbringen. Dennoch war die große Frage, und es ist eigentlich auch immer noch, nicht nur für Hausenstein, sondern auch für Karl Einstein und für Georges Bataille, wenn eine Gesellschaft eben nur noch von einem wissenschaftlichen Geist und Individualismus getragen wird, welche Elemente können dann überhaupt noch die Integrität einer solchen Gemeinschaft oder einer Collectivity garantieren? Oskar Bayers manifestartiges Buch Weltkunst von der Umwertung der Kunstgeschichte, ebenfalls zu finden in A, schlägt eine neue Gemeinschaftskunst vor. Ausgehend von einer Volkskultur, die in Begriffen einer künstlerischen Weltgemeinschaft münden soll. Er plädiert, in eine lebendige Beziehung zu jenen großen Kunstprovinzen zu treten, die außerhalb des westlichen Erdteils existieren. Also hier nochmal dieses Außerhalb. Hier also findet sich auch das Prinzip dieser Exteriorität. Diese Völkerkunst wird bei ihm auch einer auf Egoismus, Macht und Bildungsstreben gründenden Zivilisation entgegengehalten. Bayer warnte allerdings davor, dass alles, was von diesen Wesensfremden, auch hier wieder eine ontologische Differenz,
wesensfremden Völkern anderer Weltteile gemalt, geschnitzt und gebaut worden sei, nur als Ausgeburten, Zitat, ungezügelter, dumpfer Triebe und grotesk abscheulicher Fantasie zu werten. Und er forderte in Auseinandersetzung genau mit diesen Künsten, die eigenen ästhetischen Kategorien zu überdenken, was relativ, ja, auch im Sinne Karl Einsteins war. Er schrieb gegen einen zunehmenden Rassismus an in Deutschland mit diesem Buch, der in der Kunstwissenschaft via altsteinzeitlicher Figurinen aus Österreich germanisiert wurde. In der Ausstellung liegt zum Beispiel ein Buch von Wilhelm Paulke, Steinzeitkunst und moderne Kunst von 1923, das genau so ein Versuch ist, also den Expressionismus zu germanisieren. Allerdings partizipiert Beyers Rekurs auf primitive Gemeinschaftskulturen eher unwillkürlich auch an einem anderen rassistischen Diskurs, der zwar genau nicht der einer deutschen Blutsgemeinschaft war, der aber eben nicht-europäischen Kulturen instinkthaftes oder wie bei Hausenstein eben ein bewusstloses Handeln zuschrieb. Wie Membe gezeigt hat, verdanken sich diese Topoi des natürlichen, instinkthaften, überbordenden, unter anderem vor allem den rasseanthropologischen Schriften von Gobineau. Beyer wiederum hatte sich direkt auf Wilhelm Hausenstein bezogen und vor allem auf dieses 1920 publizierte Buch Bild und Gemeinschaft. Beiden ist gemeinsam, dass sie das Denken der Gemeinschaft an die Vorstellung von vitalen, primitiven Lebensformen knüpfen, deren Ausdruck die anonymen und handwerklichen Künste seien. So hielt Hausenstein der modernen Arbeitsteilung in der entfremdeten Industrialisierung und Säkularisierung einen urdemokratischen, kollektivistischen Rhythmus entgegen, der sich im Ornament niederschlage und der die Gemeinschaft zusammenhält. Das Ornament, ausgeübt vom primitivistischen Künstlertypus, gilt ihm dabei als eine kollektivistische Befestigung der Verhältnisse. Gab es hier also noch eine Idee, wie dieser Gemeinschaftsverlust über einen gemeinsamen Arbeitsrhythmus wieder restituiert werden könne, also eine Sinnstiftung durch eine gemeinsame Tätigkeit, durch gemeinsame Arbeit, wird er in seinen späteren Büchern kulturpessimistischer. In der Kunstgeschichte kommt bei ihm selbst eben auch der europäische Expressionismus und Primitivismus schlecht weg, denn im Vergleich zu einer originären primitiven barbarischen Ausdruckskraft verrate die unleugbare Schönheit der Bilder Gauguins auch in ihren buntesten und leidenschaftlichsten Momenten eine tiefe europäische Mattheit, eine tragische europäische Ermüdung. Eine Ermüdung, die Hausenstein allerdings der Illegitimität der europäischen Kolonialpolitik zuschrieb. Während Europa untergeht, sei er Anzeichen für den Aufstieg Afrikas. Indizien, dass die Regimenter im Ersten Weltkrieg gemischt gewesen seien, unter Vernachlässigung allerdings bei ihm natürlich unter den kolonialen Bedingungen, unter denen Frankreich seine Soldaten aus den Kolonien ausbeutete. Aber er sah weitere Anzeichen in den USA, wo Afroamerikanerinnen anfangen würden, in den Apparat der bürgerlichen Öffentlichkeit einzugreifen. Und er erwähnt allerdings nicht namentlich die Verleihung des Prix Goncourt an René Marin und dessen Roman Bataula von 1921. Aus all diesen Anzeichen schlussfolgert er, wir sind müde bis zur Erschöpfung. Es mag sein, dass wir das Ende eines Turnus sind, der bei den Assyrern begann, und dass wir nun in Kunst, wie im allgemeinen Geschehen, Schicksale von den gelben und schwarzen Rassen zu erwarten haben, die ja in Jahrhunderten und Jahrtausenden ausgeruht sind. Gut, das Moment des Tragischen, also Teil dieser Diagnose einer tragischen Ermüdung, ist dabei selbst schon ein Grundzug, eine Grunddiagnose damaliger Soziologie. Schon Ferdinand Tönnies sprach in seinem Buch Gemeinschaft und Gesellschaft von 1887 vom tragischen Selbstzerstörungsprozess moderner Gesellschaften. Verantwortlich war für ihn eine anthropologische Überforderung des Menschen durch den sich immer radikaler durchsetzenden Abstraktionsprozess. Georg Simmel wiederum widmete diesem Phänomen ein ganzes Buch, Der Begriff und die Tragödie der Kultur. Die Tragödie der Kultur verstand er als ebenfalls selbstzerstörerische Kraft durch eine übermäßige Spezialisierung und Verfeinerung, und zwar die eine Eigendynamik entfaltet, die nicht mehr in das Leben integriert werden kann und in letzter Konsequenz selbstzerstörerisch auf die eigene Kultur zurückwirkt. Das Tragische daran ist eben die schicksalhafte Dimension, also eine Unentrinnbarkeit, die für Simmel auch ein ontologisches
Faktum war, nämlich eine gegen ein Wesen gerichtete vernichtende Kraft aus den tiefsten Schichten eben dieses Wesens selbst. Es ist eben wurde gedacht als die logische Entwicklung eben der Struktur, mit der das Wesen seine eigene Positivität aufgebaut hatte. Bei Hausenstein, und mir geht es hier ein bisschen um so eine Kontextualisierung dieser vielleicht teilweise etwas absurd heute anmutenden Formulierungen, diese Dimension der Unentrinnbarkeit eben in eine Kulturdepression. Der Topos der Erschöpfung wiederum halt natürlich vor allem seit Oswald Spenglers Untergang des Abendlandes durch die damalige Kulturkritik. Anson Rabinbach hat in seinem Buch The Human Motor, Energy, Fatigue and the Origins of Modernity gezeigt, warum dieser Diskurs der Moderne so virulent war, also der Diskurs der Erschöpfung. Wenn sich nämlich Arbeitskraft als die wichtigste Ressource im 19. Jahrhundert etablierte, wurde die Erschöpfung oder Müdigkeit zu ihrer größten Bedrohung. Exhaustion, so Rabinbach, was the constant nemesis of the idea of progress, the great fear of the age of capital. Entsprechend wurden ab um 1900 auch zahlreiche Erschöpfungszustände diagnostiziert, Muskelschwäche, nervöse, geistige Erschöpfung, Willensschwäche und Neurasthenie. Alles Aspekte also einer Pathologie der Moderne, die man vielleicht heute auch, könnte man diskutieren, in heutige Diskurse über Depression und Kreation fortführen könnte. Indem Geschichte aber überhaupt erst mit Produktivkraft gleichgesetzt wurde, also Produktivität als Motor der Geschichte galt, musste die Erschöpfung der produktiven Kräfte eben auch mit dem Ende der Geschichte gleichgesetzt werden. Hausensteins Idee im Urrhythmus einer arbeitenden Gemeinschaft partizipiert also insofern an dieser Vorstellung, wie auch an derjenigen, dass eine neue Lebenskraft, die in im Blut anderer Völker vermutet wurde, noch unverbraucht war, während diese europäische Lebenskraft eben erschöpft sei. Vor dem Hintergrund der kolonialen Ausbeutung von Arbeitskraft und der rassistische Diskurs war natürlich verantwortlich, Personen vor allem mit afrikanischem Hintergrund als besonders geeignet oder besonders gut ausbeutbar für mechanische Arbeitskraft zu sehen, liest sich die Annahme, es würde sich um ausgeruhte Völker handeln, natürlich aus heutiger Sicht relativ absurd. Die Diagnose verdankt sich allerdings einem organizistischen Geschichtsmodell, nach dem eine Krise einer sozialen Form gleich den Untergang der ganzen Gesellschaft bedeuten musste und es insofern überhaupt keinen Denkraum gab, die soziale Form selbst zu verändern. Diese rückwärtsgewandten und externalisierten Utopien oder Dystopien sind insofern die enthistorisierte Form einer aufgegebenen aktuellen politischen Perspektive, die sich eben nur noch in eine Kulturdepression verwandeln konnte. Für Hausenstein blieb am Ende nur noch die Religion. Kommt Religion, so wird sie am ehesten die Probleme lösen, schreibt er in Bild und Gemeinschaft. Und das wäre auch nochmal ein Aspekt, der mich interessieren würde, weil das teilen sich relativ viele Protagonisten der Ausstellung, dass es das eben nach diesen oft kommunistischen und anarchistischen Utopien viele zum Katholizismus später konvertierten. Aber gut, vielleicht kriegen wir das auf der Konferenz noch raus. Mit Einstein wird eine solche Projektion eben auf diese Wendung auch zur Volkskultur und die Hoffnung in einen gemeinschaftlichen Rhythmus als eine Klassenfrage analysierbar. Denn die Wendung zu einer Volkskultur, die man eben bei Hausenstein auch als ehemaligen Sozialisten wiederfindet, wertete Einstein als die Fantasie einer bürgerlichen Schicht, die sich all dem zuwandte, was von einer klassizistisch gebildeten Kaste noch nicht ausgebeutet war. Und ich zitiere nochmal Einstein aus Fabrikation der Fiktionen: Während die Klassizisten vom archäologischen Heimweh geplagt waren, primitivierten die Revolutionäre. Auch Karl Einstein hat den Verlust von Gemeinschaftlichkeit als den Effekt des Liberalismus kritisiert und sah Kunst als Träger dieser zersetzenden Individualisierung an. Dies formuliert er vor allem im Handbuch und in den Fabrikationen der Fiktionen, ein Buch, das er im Pariser Exil um 1930 schrieb, wohin er vor den Nationalsozialisten geflüchtet war. Fabrikation über der Fiktion, über das Kerstin Starkemeier morgen noch ausführlicher sprechen wird, ist ein relativ fast atemloses Werk, das über 400 Seiten vor allem ein Thema variiert, die große Täuschung der Kunst in einer liberalen Gesellschaft überhaupt noch irgendwas bewirken zu können, sondern im Gegenteil sogar durch ihren radikalen Individualismus die reaktionärsten Kräfte in dieser Gesellschaft noch zu stützen. Es sind gerade Primitivismen, die er als intellektuelle Ausflüchte und als rein kompensatorisch beschreibt.
Zitat, die Primitivierung weist Flucht aus dem aktuell Komplexen. Und weiter, faktisch hat man urarchaische Erbschaften mobilisiert und befriedigte die reaktionärsten Instinkte. Der eine fütterte sich mit Neuguinea, der andere war Pythia, also jene Priesterin, die in anderen Bewusstseinszuständen Prophezeiungen verkündet. Und der dritte schwamm ins Paläolithikum. Einstein fand auf diese Frage, wie der Riss überhaupt zu kitten sei, also zwischen der Gesellschaft und dem Individuum, keine wirkliche Antwort. Aber wichtiger als die Antwort ist, dass Einstein diese Flucht als den Effekt einer sehr spezifischen Diagnose analysierte. Nämlich er schreibt, der Mythos, der Ausdruck magischer Kollektiven gewesen war, soll nun in einem technischen Zeitalter die Individuen retten, man beachte die Funktionsumkehr. Heißt, der Mythos, also der das Gemeinschaftliche wieder den Individualismus eigentlich verborgen soll, erweist sich als genau jene Funktion des Individualismus, den er gerade bekämpfen soll. Es mag vielleicht banal erscheinen, aber ich glaube, es ist doch relativ wichtig, dass diese Kunstbestimmungen im 20. Jahrhundert davon abhängig sind, wie die jeweilige gesellschaftliche Krisendiagnose gestellt wird. Oder es ist vielleicht ein bisschen salopp, mit etwas mehrem Anschluss an die Gegenwart, zumindest ein bisschen zu Adorno zu sagen, wenn das Ganze das Falsche ist, bleibt eben Kunst nur als negative Utopie. Oder wie bei Hausenstein eben dann als gegenwärtige Exteriorität. Aber darin ist sie auch genauso wenig erreichbar für eine Gegenwart. Insofern ist entscheidend eben, wie die jeweilige Diagnose ausfällt, was die Krise letztlich ausmachen soll und in welchen historischen Bögen, mit welcher Zwangsläufigkeit man sie diagnostiziert und mit welchen Geschichts-, Gesellschafts- und ökonomietheoretischen Theoremen man sie analysiert. Einstein hatte solche Diagnosen an die Frage gesellschaftlicher Herrschaft gekoppelt. Über Spengler schreibt er, und Spengler zieht sich eben durch diese ganzen vitalistischen Erneuerungsfantasien, dass sein Untergangsmodell, also das von Spengler, dasjenigen eben wieder einer bürgerlichen Schicht sei, die sich mit der beginnenden kapitalistischen Krise in ihrer Existenz bedroht sah. Flink, und ich lese das nochmal vor, Flink bewies ein dienstbeflissener Professor, dass die Krise der herrschenden Gruppe den Untergang des Okzidents künde. Spengler, der Stipendiat der Schwerindustrie, konstruierte eine metaphysische Morphologie, worin beliebige geschichtliche Prozesse zu Analogien umgebogen werden. Schnell war die Fayit der Geschäftemacher zu papierener Apokalypse aufgedonnert. Wir erwähnen noch einen anderen Versuch der Distanzierung, die Flucht ins Exotische. Die intellektuelle Minorität fühlte sich bedroht. Hieraus schloss man kurzerhand, dass Europa erledigt sei. Jetzt flüchtete man ins Uraltindische und predigte weltferne Kontemplation. Nun borgte man die letzten Buschmänner an, unbedenklich bannte man die Exotik in die alten abendländischen Kategorien. Bei all dieser immanenten Kritik, und ich finde, Einstein ist da relativ scharfsinnig in dieser Zeit, auch in der Spengler-Literatur, finde ich, trifft man wenig, was das so relativ präzise auch an die Frage einer gesellschaftlichen Klasse, die ihre Position damit verteidigt, stellt, ist damit meine eingangs gestellte Frage allerdings immer noch nicht beantwortet, nämlich die Frage, ob es eben gemeinsame Konzepte oder geteilte Diagnosen gibt, in der Weise, wie eben derjenigen, die auf diese Weise in die europäische Kulturkritik eingespannt waren, also die Exoten. Ich komme damit eben nochmal zurück auf Senghor und das Konzept der Nigritude. Ich kann hier nicht sehr ausführlich darauf eingehen, denn das Konzept ist wirklich sehr komplex, es ist sehr umstritten, sehr verteidigt, vielfach analysiert, künstlerisch produktiv gemacht, hat sich historisch verändert, ist schon unterschiedlich in seinem Beginn bei Aimé Césaire, Léon Damar und Léopold Senghor, ist nicht nur ein philosophisches Konzept, sondern auch ein poetisches Verfahren, eine staatstragende Idee und war in den ersten Jahren der Unabhängigkeit des Senegal unter Senghors Präsidentschaft auch ein kulturpolitisches Programm. Es war allerdings mehr oder weniger von Anfang an umstritten hinsichtlich der Frage, inwieweit der Rekurs auf ein vorkoloniales Afrika, auf eine lange Geschichte, also auf eine afrikanische Tiefenzeit und auf ein afrikanisches Erbe, auf das Konzept einer verlorenen Kindheit und das Beharren auf einer im Wesentlichen eigenständigen afrikanischen Kultur sowohl als Theorie und als auch Praxis geeignet war, um mit dem Kolonialismus und dessen Erbe radikal zu brechen. René de Pestre, ein haitianischer Dichter und kommunistischer Aktivist, hat diese zwei Pole der Negritude in einem Artikel, der in der antikolonialen nordafrikanischen französisch-arabischen Zeitschrift Souffle 1968
veröffentlicht wurde, folgendermaßen profiliert. Und zwar in ihrem legitimsten Sinn sei die Negritude die Entwicklung des Bewusstseins, dass das schwarze Proletariat einer doppelten Entfremdung unterliegt. Einerseits entfremdet und gezwungen, seine Arbeitskraft auf dem kapitalistischen Markt zu verkaufen. Andererseits entfremdet durch das schwarze Pigment, entfremdet in einer epidermischen Singularität. Zitat Ende. Die Negritude, nochmal de Pestre, sei das Bewusstsein eben von dieser doppelten Entfremdung und der notwendige Schritt, sie durch eine revolutionäre Praxis zu überwinden. Die Mystifikateure hingegen würden eben die absurde Idee vertreten, dass es sich bei der Negritude um eine bestimmte Wesenhaftigkeit handelt. Oder, wie es Franz Fanon später pointierte, there is nothing ontological about segregation. Allerdings, und hier komme ich nochmal auf diese Frage der Gemeinschaft zurück, ging es den Dichtern der Negritude, den Dichtern eines Black Ancestral Myth, genau darum, sich eben als den Ursprung, als die eigene Gewissheit und als die eigene Bestimmung zu begreifen. Und zwar geschrieben in einer Situation, in der diese Gemeinschaft durch die Geschichte der Sklaverei und des Kolonialismus zerspalten war. Und daher genau in diesem Versuch resultierte, ihr über Zeitraum und Zerfall hinweg eine weitreichende, also tiefenhistorische Kontinuität zu geben. Anstatt wie europäische vitalistische Fantasien sich an eine Erneuerung durch andere Kulturen erhofften, wurde dieser Vitalismus eben aus einer geschichtlichen Situation herausgeschrieben, die eine Antwort auf die Reduktion einer Black Humanity in ein lebloses Produktionsmittel war. Also eine Antwort auf die koloniale Nekropolitik. Jones, nochmal, auf die ich nochmal mich beziehe, markiert dabei sehr deutlich zwischen zwei extremen Formen des Vitalismus. Und zwar für die späteren faschistischen Lebensphilosophen war genau ein gebrochenes, beschädigtes Leben schon immer schon ein fast totes Leben, das insofern auch getötet werden kann. Wenn es also darum ging, das Leben zu affirmieren, in der Negritude ging es nicht nur darum, ausschließlich lebendige, gesunde Kräfte zu affirmieren, sondern im gleichen Maße auch die Erfahrung der Unterdrückung zu bejahen. Und ich zitiere nochmal Jones: Césaire's vision was, in the end, affirming of the existence of all blacks, rather than affirming of only what is most intensely vital or healthy in African culture. Because Césaire dared to affirm the whole black existence. Statt länger auf Césaire einzugehen, möchte ich in meinem letzten Teil, einem kürzeren Teil, auf einen Autor zu sprechen kommen, der ebenfalls das Ganze dieser Erfahrung affirmiert hat. Und ich komme damit zum Bereich C. Es geht um Claude McKay, der ebenfalls zu denjenigen gehörte, die sich in Paris der 1930er Jahre trafen. Er war regelmäßiger Besucher eines Salons, aus dessen Kreis von Schriftstellern, Musikern und Intellektuellen unter anderem die Zeitschrift Revue du Monde Noir hervorging. Auch Senghor war gelegentlicher Besucher dieses Salons und hat vermutlich darüber auch die Gedichte von McKay und auch Langston Hughes kennengelernt. Und jedenfalls erkannte eben McKays Roman Banjo und nannte McKay als den eigentlich wahren Erfinder der Werte der Negritude. McKay war eben ein Dichter und jamaikanischer Herkunft, der mit der Harlem Renaissance verbunden war und nach seiner Erfahrung eines massiven Rassismus in den USA zum kommunistischen Anarchisten wurde oder zu einem antikommunistischen Kommunisten, wie Joel Nichols ihn artikuliert oder ja, bezeichnet in einem Artikel Claude McKay and Dissident Internationalism. Da nämlich Claude McKay sich eben nie einer Partei anschloss und eben, weil er die Gefahr des Zentralismus und den Umschlag in autoritäre Strukturen fürchtete. McKay hat sich auch dann eben in den 40er Jahren vom Kommunismus abgewandt, wegen einer Unterdrückung von Individualität und interessanterweise auch dann später zum Katholizismus konvertiert. Aber bevor das geschah, vertrat McKay politisch keinen ethischen Kosmopolitismus, wie man die Negritude auch charakterisieren konnte, sondern er verfolgte eine politische Vision und ich zitiere hier Nichols, in der race-based Organisationen, Arbeiterräte, städtische Arbeiterverbände sich auf einer transnationalen Ebene verbinden, um eine nicht-hierarchische, dezentralisierte Form der Selbstregierung zu bilden. Dieses Konzept bei McKay war nach dem Allgemeinen Jüdischen Arbeiterbund strukturiert.
Banjo, A Story Without a Plot, und das stimmt, wenn man das liest, gilt als ein Queer Black Anarchist Manifesto. Es ist ein Buch, in dem sich Hafenarbeiter in Marseille zu einer Weltgemeinschaft der enteigneten Lose verbinden. Diese Weltgemeinschaft unterscheidet sich also sehr deutlich von Bayers Entwurf einer künstlerischen Weltgemeinschaft. Wer sich hier traf in Marseille und dem Hafen, und ich zitiere aus dem Roman, was auch eine Passage, die auch im Handbuch der Ausstellung abgedruckt ist, they, und das sind die Protagonisten, the boys, die sich im Rotlichtviertel von Marseille herumtreiben, in the ditch, they were all on the beach, and there were many others besides them, white men, brown men, black men, Finns, Poles, Italians, slaves, Maltese, Indians, Negroids, African Negroes, West Indian Negroes, deportees from America for violation of the United States immigration laws, afraid and ashamed to go back to their own lands, all dumped into the great Provençal port, afraid, bumming into a day's work, a meal, a drink, existing from hand to hand, hand to mouth, anyhow, anyway, between boxcar, trampship, bistro and bordel. Nichols geht dem in Banjo dargestellten Anarchismus nach, der Bildung einer, wie Nichols sie nennt, kinetischen Internationale. Banjo ist der Protagonist und er hat, wie der Name verrät, einen Banjo, mit dem er und die Jungs eben durch die Bars von Marseille ziehen. Und das Bild, was McKay mit seinen Beschreibungen der Musik- und Tanzabende erzeugt, ist das eben einer eher spontanen Selbsthervorbringung einer Gruppe Tanzender. Und ich zitiere noch mal etwas länger aus Banjo. Play that thing, one movement of the thousand movements of the eternal life flow. Shake that thing, in the face of the shadow of death, treacherous hand of murderous death, lurking in sinister alleys, where the shadows of life dance, nevertheless, to their music of life. Death over there, life over here. Shake down death and forget his commerce, his purpose, his haunting presence in a great shaking orgy. Jungle jazzing, orient wiggling, civilized stepping, shake that thing. Sweet dancing, thing of primitive joy, perverse pleasure, prostitute ways, many-colored variations of the rhythm, savage, barbaric, refined. Eternal rhythm of the mysterious, magical, magnificent, the dance divine of life. Oh, shake that thing. Und hier, also ja, in dieser Passage trifft man eben auf etliche Begriffe, die jetzt auch schon mehrfach in meinem Vortrag gefallen sind. Primitive, life flow, dann eben diese Trias von savage, barbaric, refined, die dieses europäische Zivilisationsmodell des Aufstiegs einer Kultur von vom Wilden zum Barbarischen zum Zivilisierten sich mokiert. Bisschen eben zu auch magical dance, dem man auch bei Senghor begegnet ist, primeval als das Urzeitliche und das Ganze eben auch wieder sexualisiert, aber hier als perverse pleasures. Das Urzeitliche bei McKay ist also nicht die Fantasie einer unmediatisierten gemeinschaftlichen Feier, sondern ein situativer Zusammenschluss von Personen in einem bestimmten sozialen Kontext, wo diese situative Gemeinschaft immer schon als die teilentfremdete Artikulation von Strategien von Aneignung ist. Also wie hier die Aneignung, Zusammenkunft aller möglichen Tanzformen, diese Heterochronie der Savage, Barbaric, Refined zusammen in einem Tanz. Und und wie eben hier in dieser Zusammenkunft nicht nur der möglichen Tanzformen, sondern auch der unterschiedlichsten Kontexte, Herkünfte und so weiter. Das Urzeitliche ist dabei eben, oder Primitive, the Primeval, ist dabei das, was durch eine globale kapitalistische Gesellschaft überhaupt erst hervorgebracht wird und nicht als das, was hier angeblich äußerlich ist. Und ich erinnere hier nochmal an diese Konstruktion von Exteriorität. Sondern ich zitiere nochmal Nichols als ein decoded ensemble of relational modes and organizational possibilities summoned but not contained by capitalism itself. McKays Roman ist dabei eine bewusste Brechung mit Formen des europäischen Primitivismus, was nicht zuletzt eben aus solchen Szenen hervorgeht, aber auch aus anderen Passagen des Romans, in denen er die Erfahrung, seine eigene Erfahrung in Paris aus Geldnot für den surrealistischen Maler André Lhote als Modell posiert haben zu müssen, verarbeitet. Im Roman ist es der haitianische, sehr gebildete Schriftsteller Ray, mit dem Banjo später sich aufmacht, um durch Europa zu vagabundieren
und der den Boys von seinen Erfahrungen als Model in Paris der 20er Jahre erzählt, wo er eben an einer Kunstakademie vor allem für weiße britische und amerikanische Kunststudentinnen posierte, und zwar eben in einer hochsexualisierten Szene, die von der Schulleiterin arrangiert wurde. Und erzählt den Boys, I had to pose in a very interesting tableau. Standing naked on a little platform with a stout long staff in my hand and a pretty Parisienne in the nude crouched at the base. Der Roman ist eben ein großer Einspruch gegen eine solche Primitivierung. Bei ihm entsteht, so nochmal Nichols, das Primitive, und das ist eben wichtig, genau erst dann, wenn andere Kulturen mit kapitalistischen Tauschformen in Kontakt kommen, die dadurch die Zerstörung von bestimmten Gebräuchen erleiden und sich aber erst dann durch ihre Fähigkeit zu gemeinschaftlicher Interaktion wiederentdecken, um neue Rituale zu erfinden. Es ist ein anderer heterochroner und heterotoper Rhythmus im Unterschied zu dem ornamentalen Rhythmus, der für Hausenstein noch das Band der Gemeinschaft war, vereint in gemeinsamer Arbeit. Arbeit ist dabei das eben das Letzte, worum sich die Boys scheren. In McKays Rhythmus ist es aber auch ein anderer Rhythmus als derjenige Senghors, der den Rhythmus als eine kosmische Kraft verstand. Ich komme zum Schluss. So, die vorgestellten Ansätze hantieren zwar alle eben mit Begriffen des Lebens, des Vitalen, unterscheiden sich aber radikal in ihrem Ansatz. Das Tragische war die unvermeidliche Wendung eines negativen Prinzips gegen eine zuvor aufgebaute Positivität. Das Ancestrale als generative Kraft bei der Negritude war als Hintergrund oder als Affirmation einer ganzen Erfahrung zu verstehen, einer durch Sklaverei und Kolonialismus zersplitterten Gemeinschaft, die sich auf diese Weise rekonstituieren soll. Und die dritte wiederum bei McKay, eine Affirmation, die in dem Sinne keine vitalistische ist, indem sie als eine irgendeine geartete ursprüngliche Lebenskraft von dieser getrieben würde, sondern ähnlich wie es man auch bei Césaire findet, von der Bejahung einer immer schon entfremdeten Situation. Es ist also keine Situation, die die Erfahrung des Kolonialismus und eines globalen Kapitalismus negiert und die Lösung in einem außerhalb sucht, sondern eben die durch dessen Bedingungen hindurchgegangen ist. Vielen Dank.